Hallo Leute und willkommen beim Sparmac und willkommen zu Nummer 2 oder zur Fortsetzung unserer iPhone 12 Testsaga. Wir haben es ja schon angekündigt. Wir wollen uns jetzt auch noch das Pro-Modell anschauen und das Faultier zieht schon ein finsteres Gesicht. Das lässt schon einiges erahnen. Ich kann es gar nicht verstehen, weil vorher meinte er noch zu mir, das ist das beste iPhone, das ich jemals hatte. Ich finde es so schön. Hab ich gar nicht gesagt, das war das Video vom letzten Jahr. Da hab ich mich geirrt. Also ihr seht schon am Titel, es geht heute natürlich um das iPhone 12 Pro, das neue Spitzen-iPhone von Apple. Klar, das Pro Max kommt noch. Für noch 2 Wochen Spitzen und dann je nachdem oder eine Woche, wenn das Video online geht. Richtig, genau. Schon gar nicht mehr Spitze. Ja, ist halt die Frage. Es gibt dieses Jahr den kleinen, aber feinen Unterschied, dass das Pro-Modell nicht nur größer ist, nicht nur einen größeren Akku hat, sondern auch einen neuen, größeren Hauptkamerasensor hat. Das hier ist, was die Kamera angeht, im Prinzip fast das Setup vom letzten Jahr mit einer etwas lichtstärkeren Blende und dem neuen LiDAR-Sensor, auf den wir sicherlich auch noch gleich zu sprechen kommen. Specs gehe ich jetzt nicht mehr ausführlich durch, das hatten wir beim iPhone 12 Video. Es ist eigentlich alles fast identisch auf dem Papier, nur haben wir hier jetzt 6 GB RAM. Das mit der Kamera, Telezoom-Linse und LiDAR-Sensor hatten wir ja schon. Yep. Und natürlich ein anderes Gehäuse, Edelstahlrahmen und Matte-Glas-Rückseite. Und den U1-Chip, wo ich immer noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Hat den das 12er nicht? Anscheinend nicht. Also ich weiß, ich habe noch nicht geguckt. Also es ist so, wo ich dann immer nur, wenn ich dann immer irgendwann so guckst und sowas. Anscheinend hat den U1 nur das Pro. Aber was da, ich habe beide verglichen und geguckt und auch mit AirDrop und sonst was. Und ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ich habe bisher immer noch nicht rausgefunden, wofür man den wirklich brauchen soll. Naja, egal. Wir kommen zu unserem typischen Aufbau. Wir beginnen mit den Pro-Punkten, kommen dann zu den Kontra-Punkten. Wie gesagt, das, was machen wir jetzt einfach so, das, was ähnlich zum iPhone 12 ist, machen wir ganz schnell. Guckt euch, wer das iPhone 12 Video gesehen hat. Solltet ihr auch unbedingt gesehen haben, um das hier jetzt richtig einordnen zu können. Schieß los. Performance, fange ich mal damit jetzt an. Zack, Haken. Haken haben wir genau so. Müssen wir nichts sagen. Performance ist klasse. Es gibt einen kleinen Kritikpunkt, darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Dann kann ich hier eigentlich den Punkt Formfaktor wiederholen, was ich schon gelobt habe. Zack. Ja, genau. Es ist halt hier jetzt auch das neue, kantigere Design. Ich war ein riesen Fan vom iPhone 11 Pro Formfaktor. Jetzt ist das Display nochmal um 0,3 Zoll größer geworden. Das iPhone liegt aber nicht schlechter in der Hand. Ich würde sagen, es liegt sogar einen Tick griffiger in der Hand als das 11 Pro. Das ist größer geworden, aber ich kann es immer noch ganz gut einhändig bedienen. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten, diese matte Glasrückseite, ich habe sie letztes Jahr schon gelobt. Ich möchte nicht mehr ohne, das ist wirklich, wirklich ein großer Vorteil. Alleine was die Fingerabdruckanfälligkeit angeht, aber auch wieder was den Grip angeht. Nachteil, kann man jetzt sehen, wie man will, ist der Rahmen. Das ist Edelstahl, das ist nichts Neues. Das war seit dem iPhone 10 ist das Edelstahl. Ja. Aber ich sage jetzt mal so, der ist hier nochmal deutlich mehr hochpoliert. Poliert, der geht, glaube ich, gar nicht. Also bei so normalem Edelstahl. Der leuchtet im Dunkeln. Der leuchtet im Dunkeln. Das sieht, wenn es sauber ist, total schön aus. Das fasst sich total hochwertig an. Hat aber den Nachteil, dass es total anfällig ist für Fingerabdrücke. Ja. Also du siehst hier wirklich sofort Fingerabdrücke. Ja. Und das ist egal, bei welcher Farbe. Ja. Das hier ist sicher die undankbarste Farbe, aber das ist auch bei den anderen der Fall. Das sieht hier bei dem Blauen, ist es genauso. Da fällt es nicht ganz so schnell auch. Aber auch hier, man guckt auf die Seite von dem Rahmen und das ist so dermaßen rucki-zucki wieder mit Fingerabdrücken übersät. Genau. Man kommt aus dem Putzen nicht raus. Was natürlich noch dazu kommt, ist die Kratzeranfälligkeit. Ja. Du hast ja dieses Bild gepostet aus dem Apple Store. Was Style bei Reddit gegangen ist. Ja, was meiner Meinung nach halt insofern, also keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also gut, ist halt ein Aussteller, aber stellt euch darauf ein, wenn ihr euch das holt, wenn ihr das 1 bis 2 Jahre nutzt. Ja, vor allem das Kratzer. Gleichzeitig sage ich euch aber auch, also ich habe auch schon die ersten. Im Alltag ohne Studiobeleuchtung werden euch die Fingerabdrücke viel mehr stören als die Kratzer. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ich glaube, man kann da auch, man kann sowas ja wieder polieren. Also das ist nicht das Problem. Aber stellt euch auf Kratzer ein und stellt euch auf noch viel, viel mehr Fingerabdrücke ein. Ja. Ansonsten ist das somit das hochwertigste Smartphone, was ich jemals in meiner Hand hatte. Das gebe ich Ihnen. Schöne Nummer. Vor allem, das ist sowas, auch mit diesem glänzenden Rahmen habe ich auch immer das Gefühl, die Assoziation ist auf einmal direkt da, hochwertig, ne? Tolle Materialien, da weiß ich, warum ich 1120 Euro Minimum für ein Smartphone ausgegeben habe. Also das ist sowas, das macht Apple sehr schön wieder mit dem Blinky-Blinky-Kratzernummer, hatten wir gerade durch. Sekunde, ich muss mal runter zum Pro scrollen. Ich habe bei mir ein bisschen hin und her gerissen, trotzdem neue Kameras bei positiv. Ja, klar. Weil, es ist so, ich hatte die Kameras beim Normalen schon als positiv und dachte, jetzt kommt das Pro und das setzt jetzt so Pro-mäßig noch einen richtig oben drauf. Ja, aber das war letztes Jahr eigentlich schon nicht so. Aber irgendwie hatte ich letztes Jahr,
Dadurch, dass das eigentlich der einzige Unterschied bei den Modellen. Letztes Jahr hatten wir mehr Unterschiede zwischen dem normalen und dem Pro-Modell und jetzt läuft es im Endeffekt auf dieses mehr an Kamera raus. Ja gut, aber fairerweise musst du sagen, also klar, wir hatten die Telesum-Linse, aber ansonsten war letztes Jahr auch schon Weitwinkel und Hauptkamera gleich quasi im Vergleich zum 11er. Nee, aber ich meine, als Unterschied so als einziges. Also dass ich jetzt denke, um diesen Aufpreis zum Pro zu rechtfertigen, jetzt muss die Kamera es rausholen, weil das Display ja schon gleich ist. Aber eine Sache gebe ich Ihnen da. Leider. Also ich hätte gibst du ihnen eine Sache? Ich hätte es nicht gedacht, aber Nein, wirklich nicht. Den gab es schon 100.000 Mal in den letzten Wochen. Dieser LiDAR-Sensor. A, ist der Autofokus schneller, wenn es dunkel ist. Das merkt man. Und bei Porträts bleibe ich nach wie vor dabei. 52 mm ist die richtige Brennweite dafür. Porträts sehen hier deutlich besser aus. Wir haben hier jetzt auch diesen Lowlight-Nachtmodus, der wirklich geile Bilder machen kann. Das ist nicht viel. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass da gar nichts ist. Aber es ist so grausam wieder, weil du sagst Porträts. Da nutzt es was. Und auf allem, wenn man da bei Dunkelheit oder bei schlechten Lichtbedingungen, das, was Apple geworben hat, da ist ein Unterschied. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen dem normalen und dem Pro, dann will ich, dass das Foto mit dem Pro gemacht wird. Wobei das Ergebnis immer noch nicht so auf dem super-duper, also auf dem Level ist, wo ich mir denke, hey, das ist jetzt aber ein Foto, was ich vernünftig vorzeigen möchte. Und nach wie vor, es ist halt auf Gesichter gemünzt. Ich habe erwartet von diesem LiDAR, wo Apple dann auch mitwirbt, dass das AR-Zeug, dass du die Umgebung vernünftig scannen kannst, dass das auch vernünftig mit Objekten funktioniert. Nö, Pustekuchen. Also wer damit nach wie vor schöne Objekte fotografieren will, der hat die Kanten, das ist kein Unterschied zum Elfer, sag ich mal. Findest du? Also ich finde, das ist besser geworden. Ich habe so viele krasse Fotos, wo einfach das halbe Telefon abgeschnitten ist. Warte mal, hier. Ich habe... Schau mal, das ist normalerweise bei mir immer so der Endgegner. Ja, meine Haare. Immer, ja, nicht mehr. Aber schau mal, das hat er gut hinbekommen zum Beispiel. Ja, aber dann guck dir die iPhone-Kanten an. Das ist schrecklich. Ja, danke. Das ist schrecklich. Also alles, was... Wobei ich sagen muss, ich bin kein Fan davon, diesen Porträtmodus für Objekte zu benutzen, weil es immer total fake aussieht. Aber das, was ich jetzt getestet habe, sah besser aus. Ja, wie gesagt, wir können uns darauf einigen, Unterschied bei den Kameras ist nicht groß. Was wir hier noch haben, Dolby Vision auch mit 4K 60 Frames per Second, nicht nur mit 30. Diese ganze Dolby Vision Sache ist, glaube ich, in Zukunft wird das ganz wichtig und groß werden, wenn man viel Content in Dolby Vision haben wird. Aber aktuell ist halt so das Problem, außer auf eurem iPhone und vielleicht auch eurem OLED-Fernseher für teures Geld, könnt ihr euch das noch nicht wirklich anschauen. Nein. Und geschweige denn es bearbeiten. Dieses, was ist das, Codec 8.4er, wo die da mit Dolby was gemauschelt haben, so wieder was Neues. Es wird so von keinem Ding unterstützt. Die Macs brauchen, also selbst die Apple-eigene Software-Dinger fehlen noch, die Updates. Das ist sowas vielleicht, was eventuell mal in Zukunft wichtig und auf dem Papier gut aussieht oder sowas. Aber Stand jetzt hat man davon noch nichts. Ja. Und auch wenn ich dann die Videovergleiche da mache, und Apple hat ja damit geworben, ne? Damit die Nacht-Videoaufnahmen sehen so toll aus. Und ich stehe da und denke mir, ich habe mich drauf gefreut. Und ich habe mir den Arsch abgefroren. Ich stand im strömenden Regen auch, um da vernünftige und was nicht mal. Das glaube ich dir, das machst du gerne. Warte mal, irgendwo schüttet es dann auch noch mal kräftig, weil ich die Frontkamera hatte. Hier. Damit du das siehst, wie ich dann im strömenden Regen, Kameramann, einmal ganz kurz im strömenden Regen zum iPhone, Videotest und was nicht alles. Gut, das war jetzt schnell weg. Also, und das Ergebnis ist halt, wo ich mir dann wieder denke, was erlauben Pro? Also wofür, so nennen wir dieses Video, was erlauben Pro? Es ist unbefriedigend. Es ist halt nicht das, was ich mir da jetzt erwartet hätte für diese 200 € mehr, wo dann die Ergebnisse merkbar oder vernünftig oder wo ich dann einfach den Unterschied sehe, wie zum Beispiel bei diesen Porträtaufnahmen bei Nacht, wo ich den Unterschied zwischen den Modellen sehe, wo das Ergebnis aber immer noch nicht ganz super duper befriedigend ist. Aber das fehlt mir halt bei diesem Videozeug und bei diesem Dolby Vision ist es noch überhaupt nicht vernünftig nutzbar. Und ich bin mal gespannt, ob sich das mit dem Pro Max ändern wird, weil größerer Sensor, also da müsste sich schon bei der Lowlight-Performance viel tun, weil die ist hier auf einem extrem hohen Niveau, das möchte ich überhaupt nicht absprechen. also wie groß da dann der Unterschied sein wird. Klar, wir haben dann einen 2,5-fachen statt 2-fachen optischen Zoom, aber da ist die Konkurrenz ja auch schon... Ich wollte gerade sagen, selbst wenn sie 3-fach machen, ist das nichts, was einem vom Hocker haut, weil wir halt nach wie vor diesen 2-fach optischen Zoom beim Pro haben, was okay ist, was ein bisschen mehr Spielereien erlaubt. Ja, aber wenn man von anderen Geräten inzwischen 3-fach, 5-fach optisch, 10-fach Hybrid standardmäßig gewohnt ist, wo man dann deutlich mehr mit anfangen kann, ist es ein bisschen unbefriedigend, wenn man dieses Pro dann sieht und sich dann überlegt, okay, ich habe hier einen 2-fach optischen Zoom,
ne, das, da hinkt Apple einfach hinterher, was die Möglichkeiten aktuell angeht. Gut, dann kann man natürlich hier immer noch, also wir machen jetzt wirklich schnell, um zu den Kritikpunkten zu kommen, würde ich mal sagen. Das ist fließender Übergang. Zukunftssicherheit, 5 Jahre Updates, whatever, was man immer bei den iPhones sagen kann. Natürlich haben wir auch hier wieder brutal viele Premium-Features, wie zum Beispiel IP68, Wireless Charging, MagSafe, was wir ja ausführlichst thematisiert haben. Im iPhone 12 Video, IP68 hatte ich schon, oder? Hast du? Face ID natürlich 5G und jetzt endlich auch zum Start 128 GB Speicher. Ich will Ihnen das jetzt nicht als Pluspunkt zukommen lassen, dafür müssten es 256 GB sein. Aber ja, ich sehe, es hat sich was getan. Ja. Und, das möchte ich hier auch nochmal betonen, Display haben wir ja schon im iPhone 12 Video gelobt. Das ist hier im Prinzip das Gleiche, aber es wird nochmal etwas heller. Also das merkt man im direkten Vergleich. Ich glaube, es sind, die Kollegen haben nachgemessen, 625 zu 825 Kandelar. Man sieht bei so hellen Bereichen nicht mehr viel, aber das ist eins im manuellen Modus, das hellste Display, was Sie aktuell kaufen können. Und es ist ein hervorragendes Display. Wenn das jetzt noch 90 oder 120 Hertz hätte, müssen wir halt noch... Das Display ist nämlich andersrum. Noch mein letzter positiver Punkt, weil ich hatte es beim normalen Akkulaufzeit, ist hier beim Pro identisch. Also diese 2 GB mehr RAM verbraucht irgendwie nichts mehr. Bei mir wieder neutral. Genau. Ne? Gleicher Punkt. Ich habe identische Laufzeit. Ja, also genau das. Bis auf die Millisekunde sozusagen gleich, weil wir als Hardware-Unterschied die 2 GB RAM, aber die fressen irgendwie nicht mehr. Also das kann man vernachlässigen und alles andere ist dann total identisch. Ich komme problemlos oder ich komme gut durch den Tag. Ne? Das ist so dieses Standardding und nach diesen ganzen Berichten war ich halt ein bisschen skeptisch, aber läuft. Ja. So. Neutral ist bei mir jetzt das Display runtergewandert. Ach. Weil das ist es halt. Ne? Ich habe das hier bei dem normalen gelobt ohne Ende, aber für ein Pro 1120-Euro-Gerät hätte ich halt diese 90 Hertz, 120 Hertz gewollt. Das ist, ändert nichts daran, wir hatten die Display-Diskussion eben. Das ist ein tolles Display und ich ziehe dieses Display auch schlechten, schnelleren Displays vor, aber es reicht mir nicht. Also ich muss irgendwas zu motzen haben beim Display. Ne? Naja, also das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich ziehe dieses Display hier jedem 90 Hertz Display vor. Und auch den meisten 120-Hertz-Displays, aber wenn ich jetzt so ein OnePlus, ach sorry, das passiert mir jetzt in letzter Zeit so oft, seitdem Force Touch weg ist. Oder hast du es über Doppeltap aktiviert? Ja, ja, auf jeden Fall, ich ziehe es allen 90-Hertz-Displays vor und den meisten 120-Hertz auch, es sei denn, es ist zum Beispiel so ein OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro. Und die Samsung-Dinger auch, also das vom Note 20 Ultra, das vom S20 ist mir zu dunkel im manuellen Modus, aber... Farbdarstellung ist nirgends so geil wie bei dem Display. Es ist ein tolles Display, aber ich motze einfach nur des Motzens willen. Ja, gut. Nein, ich muss motzen. Ja, okay, gebe ich dir. Deswegen, das wäre das Pro. Also ich verstehe es, dass es da, ne, komme ich total ruhig, aber dass ich hier jetzt, ich suche halt nach wie vor die Gründe, diese 200 Euro zu investieren. Und das fehlt da zum Beispiel. Ja, danke. Wie gesagt, neutral ist bei mir nur die Akkulaufzeit. Ich habe bei neutral wieder das MagSafe-System, sind wir eben durchgegangen. Auf der einen Seite ist es toll, dass wir da was Neues haben. Es ist schön ausgedacht, es pappt dran. Ich werde in der nächsten Zeit so viel Zubehör dazu sehen bekommen. Ich habe noch von keinen Leuten gehört, die diese Wallet draufgeklappt haben, dass die Magnetstreifen ausgeliefert. Ja, seit einer Woche, dass die Magnetstreifen dann irgendwie, ne, dass die Dinger nicht mehr funktionieren. Das wird nicht passieren. Nee, genau das ist. Das traue ich dann Apple zu, dann 1A-System mitgebastelt zu haben und. Auf der anderen Seite, dass es halt nur im Apple-Kosmos vernünftig funktioniert, dass wir ja diese 15 Watt drahtlosen Laden nur mit Apple-Chargern, Ladegeräten haben, nicht mit anderen. Das finde ich wieder so murksig und deswegen, ich bin halt hin und her gerissen. Auf der einen Seite freue ich mich auf dieses neue System. Ich glaube, das wird ein großes Ding werden, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder mit Einschränkungen verbunden und dass ich dann bei einem 1120 Euro nicht dann auch noch das Ladegerät dabei habe oder so. Das wäre mal wieder schön gewesen. Kommen wir zu den Kritikpunkten. Oh ja. Um das etwas abzukürzen, wer sich für unsere Meinung zum Thema kein Netzteil im Lieferumfang interessiert, Umweltaspekt, keine Kopfhörer. Der solle wirklich das iPhone 12 Testvideo anschauen. Wie gesagt, da haben wir da schon circa 5 Minuten drüber gesprochen. Es ist hier das Gleiche, nur noch eklatanter, weil das Smartphone hier noch teurer ist. Ja. Ich starte jetzt aber mit den Preisen, weil... Ja, genau, Preis negativ. Genau, Preis ist hier einfach negativ, wo ich beim 12er noch gesagt habe, ja, schön, kann danke. Man schön gut begründen, ist okay. Hört auf diesen Mann. Sind wir hier halt einfach 200, 250 Euro drüber.
für einen Mehrwert, der objektiv nicht wirklich gegeben ist. Man kann sich das schön reden mit dem Design, mit dem schneller, also wenn man viele Nachtaufnahmen macht und so weiter, ja, aber das sind keine 200 ja. Euro wert. Wir hatten eben am Ende, Entschuldigung, dass wir immer wieder auf dieses andere Video verweisen, aber da hatten wir die Diskussion, ob die 200 Euro Aufpreis zwischen dem 11er und dem 12er hat sich schon das erste Teil gelöst. Echt jetzt? Machen wir nicht fertig? Nein. Naja doch, das glaube ich war ein Kamerasensor. Nein, keine Ahnung, was das ist. Nein, wir hatten eben im anderen Video die Frage, ob sich diese 200 Euro vom iPhone 11 zum iPhone 12 als Aufpreis rechtfertigen. Und die Antwort war ja, überwältigendes Ja, sofort. Jetzt sind wir hier, wenn wir bei beiden die gleiche Speichergröße nehmen, genau auch auf einen Preisunterschied von 200 Euro. Und ich krieg's nicht gerechtfertigt. Nee. Also ich weiß nicht, anders wofür. Als letztes Jahr kann man es dieses Jahr wirklich Danke. Schlecht. Also vor allem dadurch, dass wir hier auch noch den gleichen Formfaktor haben, wo ich ja letztes Jahr noch gleiches sagen wollte, bekomme noch das handlichere Smartphone. Das ist ja hier jetzt nicht der Fall. Hier dann würde ich das, was ich beim 12er noch abgeschwächt habe, also mit keine Telesum oder keine nur zweifache Telesumlinse und nur 60 Hertz nicht mehr abschwächen. Also Ende 2020 bei einem so teuren Smartphone erwarte ich 120 Hertz und ich erwarte auch eine bessere Telesumlinse. Also da ruhen sie sich jetzt gefühlt seit Jahren auf dieser gleichen Performance aus. Nee, sorry. Also da erwarte ich mir für das Geld mehr. Ja, und da kann man echt mal motzen, weil wir sind hier im Pro-Segment und ne, der Pro ist halt Leistung. Und natürlich, Videoqualität, ein Traum, normale Fotos, ein Traum. Es ist ein idiotensicherer Point-and-Shooter, gar keine Frage. Aber wenn wir dann in diese vielleicht nochmal besseren Pro-Aspekte gehen, Nachtaufnahmen und dann auch das Zoom-Zeug und sowas, da hinkt Apple einfach hinterher. Da sind sie halt nicht das, was man dann erwarten würde von so einem Gerät und vor allem, wenn Apple dann Pro draufschreibt. Bin ich total bei dir. Hast du noch was? Naja, die gleiche Kritik am 5G. Auch hier kein Unterschied. Absolut. Es kann halt nicht 5G in Dual-SIM. Das wäre was wieder gewesen, um die Geräte voneinander abzugrenzen. Oder dass ich hier mehr Ankerband-Kombinationen mit 5G-Bändern kann. Das wäre was kann gewesen. Es auch nicht. Ne? Genau das gleiche in Grün. Und die Kritik ist einfach auch hier, Kurzfassung, es ist eine nette Nummer, wenn es denn mal funktioniert. Aber für 5G braucht sich keiner die neuen iPhone 12er zu kaufen. Und ich mache dann noch weiter mit, also wie gesagt, das hier ist ja ein Pro-Gerät, aber es hat immer noch kein USB-C. Hm? Wieso? Ja, schön. Also das wäre jetzt mal was gewesen für die Pros, um das vom normalen iPhone 12er abzugrenzen. Und wie gesagt, beim Pro-Modell, da lasse ich überhaupt nicht mehr diskutieren, da müsste die Notch kleiner sein. Ja. Also das geht mittlerweile technisch problemlos. Wow. Die ganzen Fanboys schreiben dann, ja, das ist doch das charakteristische iPhone-Design und so weiter. Ja, aber das wo ich mir auch denke, das könntet ihr mir schenken, wenn ich dafür eine Drittel so große Notch hätte. Huawei, also gleiches System, funktioniert genauso. Ich habe sogar zwei Frontkameras und dazwischen noch die ganzen Sensoren für so ein 3D-Infrarot-Entsperrsystem. Ja. Ne? Und das wird auch hier so, warte mal gucken, ob ich es hier kleiner kriege, mit einem helleren Hintergrund. So, dann haben wir da einfach mal so zum Vergleich, wie, ne? Guckt euch die schwarzen Flächen an, das hätte Apple deutlich kleiner, deutlich anders lösen können. Wollen sie nicht, machen sie nicht, ist halt Standard und könnte man aber auch schöner machen. Komplett deiner Meinung. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mich jetzt in diesen 3-2 Jahren an dieses Notch-Ding auch ein bisschen gewöhnt. Ja, das haben wir alle. Ja, das macht es ja nicht besser. Nein, das stimmt. Genau. An der Stelle, also wie gesagt, mein Fazit zum iPhone 12 Pro. Ich mag das Gerät richtig gerne. Es ist super schön, es ist super hochwertig, es hat einen tollen Formfaktor. Es hat ein richtig rundes Gesamtpaket, es hat eigentlich keine größere Schwäche. Aber nachdem ich das iPhone 11 Pro letztes Jahr so gelobt habe, fehlen mir dieses Jahr so ein bisschen die Alleinstellungsmerkmale, die Unterschiede im Vergleich zum 12er, was meiner Meinung nach objektiv betrachtet die viel bessere Wahl ist. Ja. Und mir fehlen halt einfach, wie gesagt, einige Premium-Features, um diesen hohen Preis zu rechtfertigen. Ich muss es jetzt nicht nochmal alles aufzählen, hatten wir schon. Mal schauen, ob das 12 Pro Max dem dann eher nachkommt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil so gut kann die Kamera gar nicht sein, dass ich da meine Meinung großartig ändere. Das wollte ich hinterher schieben. Ne, 12 war genau die richtige Wahl, aber es muss keiner auf die Idee kommen oder sollte keiner auf die Idee kommen, klar zu sagen, ich will aber die beste Kamera und das hier ist besser als das andere. Ja, ja, gar keine Frage. Aber dafür in Relation diese 200 Euro Aufpreis zu zahlen, sehe ich ein bisschen skeptisch. Vor allem, wenn wir, je nachdem wann dieses Video online geht, jetzt in den nächsten Tagen auch ein iPhone 12 Max sehen werden, was im Vergleich zum Pro nochmal 100 Euro Aufpreis sind, dann bin ich halt im Vergleich zum 12er bei 300 Euro Aufpreis. Da habe ich aber diesen neuen Kamerasensor und wenn der so gut sein wird, wie er auf dem Papier aussieht, dass man dann sagen kann, ob ich dann jetzt 200 Euro für ein bisschen mehr Kamera oder 300 Euro für wirklich messbar mehr Kamera ausgebe,
Dann habe ich aber auch das große Max-System, deswegen da bitte dann abwarten und noch nicht direkt zum 12er greifen. Wer sagt, ich will aber die beste Kamera haben, der müsste eigentlich zum Max greifen. Mal gucken, ob wir das beim nächsten Dreh dann immer noch so sehen. Werden wir auf jeden Fall berichten. Ja. Damit würde ich sagen, beschließen wir dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.